Dann tut er mal halt jetzt ein Stück zurück. The power of the dark side, 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 side. Nur desto. Also ich glaube, den Energiekern muss jeder für sich nehmen. Könnten auf jeden Fall auch gerade aufgeben. Ja, muss aber jeder machen. Jetzt ist er noch draußen, also. Also ich glaube, für die Gegner sind wir total überlevelt. Ja, also die sind Level 15 und wir sind schon auf 22 runterskaliert. Ja, die sind ja One-Hit, wenn man da drauf hupt. Wir werden halt aufs Max-Level vom Planeten gebracht und wir sind hier am Anfang. Blau hat was. Schade, dass es bei mir nicht geht. Also er hat mal vorhin den Kristall hergestellt, aber leider ist es ein lilaner Gegenstand und lila können hier nur die Abonnenten nehmen. Leider ja. Schön alle hier unten das Ding looten. Haben's alle? Ja. Der Held zur zweiten Energie. Oh, da tötet gerade schon wer. Ja, und wenn das, ja, ist schief gegangen, denn ich kann jetzt das Item hier nicht looten. Das bedeutet, wir müssen warten, bis es wieder da ist. Okay. Oder kann einer von euch das looten jetzt? Welches? Wo? Oh, jetzt bei mir wieder offen. Warte, Foxy, kannst du nochmal draufklicken? So, jetzt müsste es doch für alle da sein. Ja. Da steht A20, 14 von 20. Ja, die würden wir auf jeden Fall noch töten, würde ich sagen. Bonus XP. Nice. Hab ich noch an. Mhm.
Da kann er mich nicht beigeflogen. Das war MG. Der hüpft immer mal durch die Gegend. Merk's. Foxy, hast du das Teil schon eingesammelt? Welches? Wo ist denn noch ein? Da unten. Unten. Genau. Kimby, du warst auch? Ja. Jetzt. Dann geht's jetzt eigentlich gerade hier weiter. Das ist dieses Inquisitor-Phase. Ich gehe mit Fox. Oh. Ich bin bei alle dabei, oder wie? Nein, du bist bei mir. Oh mein Gott. Schlimmer als es ist. Ja. Du kannst da einfach mit dem AE wegmachen. Was? Mit deinem Flächen, Blitzen, Donnerblitz-Ding. Danke. Es ist sehr still in deiner Quest. Hm. Ja, dann erzähl mal. Also es geht ja hier darum herauszufinden, wie die Colliquiden entstanden sind und wie wir selbst zum Colliquiden werden. Und das hier sind die Forschungsarbeiten über die Colliquiden und da stand jetzt halt so ein bisschen was. Ich werde mich ganz nach ihren Spezifikationen richten. Ein Kinderspiel. Und das war hier drin dann auch schon wieder die ganze Quest. Ja, ich habe nur mal Begleiter noch losgeschickt. Weil ich wieder die Hälfte vergesse, außer die Fischer zu töten. Das ist eine Tafel. Ach ja. Ja, dann bist du fertig, Foxy? Oder musst du noch töten, weil dann können wir reinkommen und dir helfen. Getötet habe ich die. Du musst dann in der Mitte der Schallphase dann die Hälfte töten. Und danach ist nichts mehr. Okay. Okay, weil als nächstes geht's auch dann hier links rum weiter, wo ihr jetzt schon seid. Wollt ihr nicht auf Foxy warten? Wir schlitzen nur die weg. Ja, ja, aber das ist Erfahrungspunkte, die sie wieder erkriegt. Und sie ist doch vom Level schon hinter uns. Also wir haben jetzt in die Richtung noch zwei Quests, eine Heldenquest und die Generatorenquest, also die Hauptstory vom Planeten.
Ich würde sagen, wir machen erst die Hauptstory vom Planeten und gehen dann zurück zur Heldenquest. Wobei ich nicht denke, dass wir Probleme haben werden. Ja, Beton, wir können ja hinten stehen bleiben, die Blitzer machen das. Okay. Ja, außer der Dom. Sicher. Irgendwas schießt auf mich. Den hab ich gekillt. Der hat das gemacht. Was nennt der sich raus? Ja. Oder müssen wir rein und die Generatoren des Widerstands zerstören? Wir werden einfach viel, wir sind einfach viel zu hoch schon wieder vom Level, das ist echt abnormal. Ja gut, wir waren in zwei Instanzen, wir haben alle eine Booster, wir haben zwei Abonnenten dabei. EZ? War ich das? Ich leuchte die ganze Zeit wie so Saiyajin. Also, irgendwas wurde geschafft. Ja. Ach, die Dinger. Und hier ist, glaube ich, hier ist noch ein Wissensobjekt. Ich muss mich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass sie sehr zufrieden sein werden. Hier in der Mitte. War es das schon wieder? Weiß nicht. Wenn ich in der Mitte da nicht gehe. Zurück dann zur Heldenquest und dann. Ich frage mich halt die ganze Zeit, wo ist deine Quest? Ach, deine Klassenquest ist erst im nächsten Gebiet. Meine? Ja. Ja, ich hab jo so Opata-Warnen zu vernichten. Oh, du bist schon da. Oh, wie cool. Mein Meister hat mich doch hergeschickt auf deinem Planet, weil hier Opata-Warnen zu viel rumschnüffelt. Sorry, Beton. Alles gut, er hat eh nicht gezogen. Der ist zu unsere Ladies gelaufen, da habe ich nicht lang gezuckt. Fähigkeit, da erinnere ich mich an einen Move aus den Filmen. Gibt es denn als Fähigkeit bei irgendeiner Klasse? Das wäre ja auch cool zu wissen. Und zwar das Lichtschwert werfe. Ja, beim Juggernaut. Verdammt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der Marodeur auch hat. Aber ja, die Fähigkeit gibt's. Ich, in meinem schlimmsten Fall ist es der Jedi, der das kann. Nee. Na, ihr SW-Tor-Profis da draußen. Welche Klasse kann das Lichtschwert werfen? Haut's in die Kommentare. Hier ist unsere Heldenquest. Gleich komm ich. Storybereich, Heldenbereich. Also ich glaube, ich kann hier getrost weiter Schaden machen. Also soll ich mir warten. Ja, Tank. Rette Tank benötigt. Ich dachte, ihr werdet die One-Hitte. Nein, es ist eher gemeint, dass ich nicht heilen muss.
Eine Aufgabe nur für Wir müssen einen Taktiker töten. Hat jemand von euch schon einen Taktiker gesehen? Wow. Okay. Und wir brauchen noch zwei von den Geschützen. So viel zu Loot, dann wieder alles einzeln. Ja. Ja, komisch, oder? Obwohl man ihn gestört. Ja, ich glaube, das ist so ein Gruppenbug, weil Solo funktioniert und die Gruppe aber nie. Ich glaube, der erste aus der Gruppe, der lootet, der schafft es auch alles zu nehmen. Aber immer nur der erste. So, noch eine Geschützstellung. Ich glaube, da muss man. Ich weiß halt jetzt nicht, wo wir den Taktiker sehen und finden werden. Ach, hier hinten gibt's auch noch. Irgendwie schläft meine rechte Hand gerade ein. Ah, da unten ist ein Taktiker. GZ Foxy. Irgendwie schnell. Aber genau den genommen, den du nicht avisiert hast, ne? Ja. Obwohl nicht zu sehen war, wenn er da greift. Alles gut, Foxy. Danke dir. Lauter Gänge, alle sehen sie gleich aus. Fische bleibt stehen. Wo sind nochmal viele Gegner? Ja, weil irgendwer fehlt, deswegen bin ich. Ah, oh, bin nur ich. Nicht wichtig, können weiterlaufen. Oh.
so viel Loot. Und die letzten. Bitte fesseln. Aha! Also das sie! So, und jetzt hier unten alle. Das war alle drei mehr so Ding. Hm. Oh, klappt eh nicht, wenn ich hochhups und trick. Und dann ist er doch durchgeflogen. Es müssen wieder alle klicken und einen Haken haben über dem Kopf. Herr Peter. Ja. Boah, sie haben in eine imaginäre Taste gedrückt. Bitte! Wir brauchen diesen Generator. Wenn er ihn zerstört, werden wir alle sterben. Aus dem Weg, Wurm. Bitte ja. Nein! Du Viechchen, so böse heute. Mein Name ist Min. Mein Dorf wurde im Krieg zerstört. Die wenigen von uns, die überlebt haben, fanden hier eine Zuflucht. Guck dir die an. Wir gehören nicht zum Widerstand. Die stirbt doch sowieso. Getan. Wir haben nur eine Unterkunft gebraucht, da wir sonst nirgends hingehen können. Es schmerzt mich, das zu hören. Ich flehe euch an. Ohne Energie können wir nicht überleben und wir können nirgendwo sonst hin. Könnt ihr den Generator nicht intakt lassen? Tretet zur Seite, wenn ihr nicht zusammen wollt. Ach ja. Aber du lässt sie leben, guck. Was sollen wir jetzt noch machen? Das war alles. Die Interessen des Imperiums machen dank eurer Hilfe deutliche Fortschritte. Guten Tag. Das Ding ist zerstört, oh nee, ich habe wieder eine Questbelohnung gekriegt. Eine Badekappe. Ich habe so Spitzer Walkie-Talkie gekriegt. Fürs Ohr. Implantat oder Ohrring. Sieht man das gar nicht? Steht erst da so Walkie-Talkie-Ding. Also Bluetooth-Dingsbumses. Okay, weiter. Oh, willkommen im Badecup Club. Ja, ich bin eigentlich ausgetreten. MC Badekapper. Badekappen-Shows, bitte, wir waren die Badekappen-Shows. Das sieht schon cool aus, wenn er da mit so einem blauen Stab auf mich zugerennt. Ja, ne? Einer macht so das Endeschwert so nur hinne beim Rennen. Ja, das ist der Heckflügel, weißt du, dass du auf dem Boden zurückfährst. Der Spoiler. Sonst hebst du ab. Ah ja, Charge! Okay, dann können wir jetzt auf den Gleiter und zurück in die Stadt, wo wir eigentlich hätten hin sollen per Gleiter. Oder wir müssen dort eine Quest abgeben. Oh, Foxy hat wieder Streit. Ja. Ich hab das gestern bei den Bären schon nicht geschafft, die Akku wegzulassen, aber... Einfach weiter. Die Akku magisch an. Okay, aber dadurch, dass wir jetzt hier waren, haben wir hier jetzt auch dann schon einen Schnellreisepunkt. Aber einfach nur durch das, dass wir da waren. Hätte man doch kennen, nicht auf die Gleiter hupst du und noch schneller?
Ja, wir hätten eigentlich hierher fahren sollen, weil wir haben jetzt hier eine Quest übersehen. Weil wir an den falschen Gleiterpunkt gefahren sind, weil... Ach, das wäre das eigentliche Ziel. Genau. Aber bei mir wurde der andere Punkt voll angezeigt mit allen Quests und der hier gar nicht. Diese verdammten Balmoraner haben keine Ahnung, was gut für sie ist. Sie hätten vor Dankbarkeit auf die Knie gehen sollen, als wir ihnen am Anfang anboten, ihnen den Ruhm des Imperiums zuteilwerden zu lassen. Was geht hier vor? Letzte Woche haben diese erbärmlichen Rebellen es geschafft, die Verteidigungsgeschütze rund um Sobrek umzuprogrammieren und auf imperiale Truppen zu richten. Die Ingenieure, die ich geschickt habe, um sie zu reparieren, wurden abgeschlachtet. Meine letzte Hoffnung ist es, jemanden zu finden, der sich den Rebellen und den Geschützen selbst entgegenstellt, um sie zu reparieren. Diese Rebellen müssen merken, dass sie keine Chance gegen das Imperium haben. Danke. Die Geschütze sind in der Umgebung der Stadt verteilt und werden streng von Rebellenspionen bewacht. Ihr werdet das brauchen, um ihre Verteidigung zu deaktivieren. Und dann müsst ihr diesen Code hochladen, damit wir wieder die richtigen Ziele programmieren können. Diese Rebellen werden für ihre Unverschämtheit mit dem Leben bezahlen. Also hier ist das Terminal zum Abgeben von der anderen Quest. Nochmal. Ja, das ist schon heftig, ne? Die Geschütze, an denen wir vorhin vorbeigelaufen sind, die müssen wir jetzt umprogrammieren. In deiner Schild? Ja. Du musst erst die Schilder ausschalten. Denn dann Scheiß. Voll lauter MP, die Kanone um die Ohren geflogen. Okay, jetzt können wir zu dem Typi zurück und ihm sagen, hier. Genau. Können wir ihm sagen, wir haben alles gut gemacht. Sorry, ich war von dem Spieler abgelenkt. Haben wir da sein Lichtschwert geschmissen? Nein. Ah. Moment. Das ist der falsche Weg. Das erste Mal jemand mit Blaster. Ah, okay. Eine Neuheit. Und kann es sein, dass der ein Tier bei sich... Also... Typisch so Jägerklasse? Nee. Müssen wir alle diese Kanonen umändern? Weil da ist noch eine mit so einem blauen Schild. Das ist egal. Ein blauen Schild. Also dieses... Ja, wir müssen vier einfach nur umprogrammieren als Gruppe. Da sind noch mehr. Die Gebete sind ja immer für mehrere Spieler, die gleichzeitig die Quest machen wollen, ausgelegt, Foxy. Jetzt reingehört. Erstmal das Hologramm. Die Geschütze sind bereit für die Umprogrammierung. Ein Hoch auf den Imperator!
Ich schulde euch noch weit mehr Dank? Als mein... Was? Ich hab aber was... Ich veranlasse eine Zahlung vom Ingenieurkorps direkt auf eure Konten. Jetzt werden diese Rebellen sich wünschen, Teil des glorreichen Imperiums zu sein. Puh, wir machen die Arbeit. Er kriegt zwar nicht mehr hin, die Schilde zu deaktivieren, aber Hauptsache hoch auf den Imperator. eigentlich können wir jetzt mit der Schnellreise zurück in zum Raumhafen. Nach Sobrik. Weil wir kriegen wahrscheinlich jetzt dann eine neue Quest in das nächste Gebiet und dann können wir erst Imperator seine Quest machen. Geht zu Fauxide. Major, wenn wir diese Versorgungsfahrzeuge nicht bekommen... Meine Leute arbeiten daran, Sir. Aber bis die Plastistahllieferung kommt, die ich vor 3 Monaten bestellt habe... Das ist mir egal. Von mir aus reißt es von den Wänden. Was war das denn bitte? Macht euch nichts aus dem Colonel. Er ist laut und ungeduldig. Aber das sind wir angesichts des Nachschubmangels heutzutage alle. Und? Habt ihr im Labor etwas herausgefunden? Captain Elon und ich haben selbst Nachforschungen angestellt, aber ohne nennenswerten Erfolg. Insekten und noch mehr Insekten. Ich hoffe, die Kolikoiden haben euch nicht zu sehr zugesetzt. Schaut euch das mal an, Captain. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Dies bestätigt unseren Verdacht. Man ließ die Kolikoiden mutieren, um den Müll zu entsorgen, und es sieht so aus, als könne das dazu verwendete chemische Mutagen theoretisch funktionieren. Das ist es doch. Das ist unsere Lösung, nicht wahr? Wir replizieren einfach dieses chemische Mutagen. Sir, es gibt da ein Problem. Unser wissenschaftlicher Leiter ist vor ein paar Monaten zur Republik desertiert. Ohne ihn können wir das Serum nicht replizieren und schon... Was für ein Wort, entdesertieren. Gab es denn viele Deserteure? In letzter Zeit schon. Nebst allen anderen Problemen haben die Leute jetzt auch noch das Gefühl, dass Balmorra auf der Verliererseite steht. Natürlich liegen die meisten Deserteure ein paar Wochen später tot in irgendeinem Graben und sind nur noch anhand ihrer Zahnabdrücke zu identifizieren. Und wie kommen sie in den Graben? Diese Information ist geheim.